subscribe! Willkommen zurück zu Mario Tennis Aces. Das letzte Mal habe ich die Kruse-Villa erreicht. Und im letzten Park war der reinste Part nur in diesem Level hier. Und zwar Villa der Illusora. Da musste ich gegen einen Buhu matchen, sage ich jetzt mal. Und das war schon nervig. So, es geht jetzt nur nach links oder nach rechts? Ich gehe nach links, weil rechts zwei Felder sind. Und ich denke mal, da geht es weiter. Ja, Trainingsplatz. Aber was kommt jetzt? Mario, sieh mal, diese Tafel vor den Eingang. Die waren doch vorher nicht da. Wie ich sehe, haben wir es hier mit einem Tennis-Experten zu tun. Wenn du dieses Spiel gewinnst, gebe ich dir vielleicht einen nützlichen Hinweis. Einen wirklich wichtigen Tipp, wie du in der Villa am Ende bestehen kannst. Also, sollen wir spielen? Wenn du dieses absolut einmaliges Angebot nicht interessiert, auch gut. Aber dann will ich später kein Gejammere hören. Verstanden? Das Spiel ist einfach. Schieß mit deinen Schlägen möglichst viele Tafel um, damit du innerhalb des Zeitlimits die vorgegebene Punktzahl erreichst. Ja. Mario, wir müssen nicht, was uns noch alles erwartet. Wir wissen nicht, was uns noch alles erwartet. Insofern könnte es sehr helfen, wenn du das Spiel gewinnst und wir einen wertvollen Tipp bekommen. Erziele innerhalb des Zeitlimits 500 Punkte. Oh, das war richtig knapp gerade. Gut, dass gerade das eine komische Feld gerade kam. Was ich hasse ist, wenn es manchmal nicht dahin macht, wo es eigentlich hingehen soll. Ist es überhaupt machbar? Es wird knapp. Nach 30 Sekunden. Ja, ist machbar. Man muss einfach nur härtere Schläge machen. Du hast es geschafft! Ja! Beeil!
beeindruckend und auch ein bisschen ärgerlich, aber seid's drum. Hier kommt mein Tipp, versprochen ist versprochen. Achte im Raum mit dem Riesenspiegel genau auf die Geräusche und Vibrationen, die vom Spiegel ausgehen, wenn der Ball ihn trifft. Und vergiss nicht, du kommst hier nie raus, wenn du nicht die Wahrheit unter all den Lügen findest. Der Boohoo ist so niedlich. Kann ich das schon Boohoo spielen? So, Illusionssalon. Warte mal. Achso, nee, er hat ja mir nur einen Tipp gegeben, war. Ganz schön finster in diesem Raum. Da weiß, was uns hier so auflauert. Wir müssen besonders vorsichtig sein. Ja. Hallo und ein schaurig schönes Willkommen im Illusionssalon. Leider ist für euch hier aber auch Endstation. Aus diesem Raum kommt ihr nicht mehr heraus, außer wenn ihr sein großes Geheimnis lüftet, und das werdet ihr nie schaffen. Und nun bewundert unsere übermächtige, geliebte Königin, die Herrin über Licht und Finsternis. Löse das Spiegelrätsel und ebne die innerhalb des Zeitlimits den Weg. Okay. Ja, was soll denn das auch? Wieder. Mario! Sag mal, ich hab einmal gedrückt! Willst du mich hier verarschen oder was? Verstehe, also es werden immer mehr und einer davon ist immer der Richtige. Junge, mach doch dahin, wo ich hinspiele. Das war's? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das Licht der Wahrheit findet. Allerdings wurde euch der wahre Schrecken unserer Königin noch nicht offenbart. Dass ihr es bis zu diesem Punkt geschafft habt, bewundere ich. Aber hier endet euer Abenteuer. Das letzte Rätsel besteht aus jeder Menge Spiegel. Ich glaube kaum, dass ihr diese Aufgabe meistern könnt. Ja, hallo!
glaube, ich muss irgendwie versuchen, dass beide irgendwie wegkommen, oder? Mario, bist du bescheuert oder was? Ich hasse sowas einfach, wenn er einfach so einen auf Depp macht. Und wieso habe ich ihn jetzt nicht getroffen? Junge, ich hab nach oben gespielt! Ich hab das jetzt mit Absicht gemacht. Was bringt mir das? Wenn dieser Scheiß nicht einfach funktionieren möchte. Hey, komm, das ist doch ein Witz! Das ist echt ein Witz. Junge, dann schlage! Wieso hat er erst mir Dings angezeigt, also zwei? Hätte ich doch den anderen genommen. Ah, ich glaube, ich kapiere es jetzt langsam. Ich glaube, ich muss einmal schnell das machen und dann auch diesen komischen Stern-Dingsbums. Ich könnte echt nur noch schreien. Ja. 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 Ja.
ein Spiel nach rechts, nach links. Ich drücke nicht aus Spaß nach links. Okay, jetzt weiß ich, R1 gedrückt halten. Und nicht einfach... Was? Willst du mich hier komplett verarschen oder was? Das war für mich jetzt wortwörtlich Betrug gewesen. Ja, mach! Du Hirnspalte. Lass dich doch gleich auf! Das kann doch hier nicht mehr wahr sein! Hier so derbe verarscht wird. Ohne Witz. Was soll dieser Humbug? Ja, komm. Alter. Manchmal glaube ich, dass dieses Spiel oder beziehungsweise das Abenteuermodus eine Zumutung ist. Ja, was soll denn dieser Scheiß auch wieder? Hör doch einfach mal auf mit dem Scheiß! Habe ich gar nicht gewusst, dass auch Mario Tennis so aggressiv macht. Ich dachte schon, Mario Kart ist schon so nervig. Ja, nach oben!
Alter. Wir sehen uns zum nächsten Mal.